Egger, die Stadt des Barocks und des Weines. Die historische Stadt im Norden Ungarns ist bekannt für seine Sehenswürdigkeiten und die wunderschöne Innenstadt. Viele Sehenswürdigkeiten zeugen von der turbulenten Vergangenheit Eggers. Die barocke Altstadt zeigt sich heute allerdings von ihrer besten Seite. Ein Spaziergang durch die romantischen Gassen ist sehr empfehlenswert. Zentraler Ort im Zentrum ist natürlich der Dobó István-Platz. Eingerahmt vom Rathaus, der Minoritenkirche und vielen gastronomischen Lokalitäten. Immer wieder wandert aber der Blick zur geschichtsträchtigen Burg mit ihren hohen Mauern und Türmen. Die Burg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Ritterburg gebaut. 1548 ernannte die Stadt Eger Dobó István zum Burghauptmann. Er verstärkte die Anlage und erhöhte die Anzahl an Kriegsgeräten, um die Burg sicher gegen Angriffe zu machen. 1552 wurde die Burg von 2000 Ungarn gegen eine osmanische Übermacht von 80.000 Belagerern erfolgreich verteidigt. Die Ausbreitung des Osmanischen Reiches in Richtung Slowakei wurde dadurch verhindert. Für Mitteleuropa war dieser Sieg über die Osmanen ein Hoffnungsschimmer und eine moralische Unterstützung gegen die Invasion der Türken. In seinem Roman Sterne von Eger beschreibt der ungarische Schriftsteller Géza Gordon die Heldentaten von Bornemissza und Dobó István während der Belagerung. Schon im Jahre 1009 beschloss König Stefan I., dass in Eger ein bischöflicher Sitz entstehen sollte. Die Kathedrale von Eger mit ihren imposanten Ausmaßen ist die zweitgrößte Kathedrale des Landes. 1831 begannen die Bauarbeiten der Basilika. In der Kuppel sind zahlreiche Fresken zu sehen, welche zum Teil erst 1950 fertiggestellt wurden. In der Nähe der Basilika und der Universität befindet sich der bischöfliche Palastkomplex, der als Nachfolger für den Bischofspalast auf der Burg Eger erbaut wurde. Die Minoritenkirche, die Franziskanerkirche oder Zisterzienserkirche präsentieren weitere Glaubensrichtungen. Unterhalb der Burgmauern steht das nördlichste historische Minarett Europas, ein Überbleibsel aus der osmanischen Besatzung. Etwas außerhalb der Stadt, aber noch fußläufig, erstreckt sich das Tal der schönen Frauen. In über 200 Weinkellern werden hier die berühmtesten ungarischen Weine gelagert. Somit ist es auch der beste Ort, den Egri Bigava, das Erlauer Stierblut, zu verkosten.